Die Kombination aus Forschung und Praxis. Die Software Quality Days sind die einzige Konferenz zur Qualitätssicherung im deutschsprachigen Raum, wo es sowohl einen Scientific Track gibt, als auch Praxis Tracks. Und dadurch habe ich sowohl Forscher als auch Praktiker und habe ein tolles Mix an Teilnehmern, wo ich sehr viel breiter diskutieren kann, als auf einer Konferenz, wo es nur um Forschung geht oder nur um Erfahrungen aus der Praxis. Für mich das Netzwerken, also für mich die Gespräche mit den anderen Teilnehmern, natürlich die Vorträge, aber für mich ist das Besondere an den Konferenzen, dass man sich persönlich trifft, weil man einen Teil der Informationen ja sonst auch im Web oder im Telefonat oder aus Papers kriegen kann. Für mich ist das Besondere die Gespräche mit den anderen Teilnehmern. Ich glaube, Tester fühlen sich eh angesprochen. Ich glaube, am wichtigsten ist es für Testmanager zu kommen, weil die am unmittelbarsten davon betroffen sind, dass sich die Domäne, wie wir richtig testen müssen, stark ändert. Dadurch, dass sich die Art, wie Software entwickelt wird, stark ändert. Und davon ist Test natürlich auch betroffen. Es ist eine gute Möglichkeit mitzukriegen, was sich so tut. Und vor allem, wer welche Erfahrungen gemacht hat. Ich denke, alles, was mit Qualitätssicherung zu tun hat. Also wie teste ich richtig, was muss ich testen? Vor allem, was haben andere für Erfahrungen gemacht und was klappt wirklich in der Praxis? Hier gab es ein paar Vorträge zu künstlicher Intelligenz, wie testet man künstliche Intelligenz. Ich habe aber den Eindruck, das ist eher ein Konferenztrend, weil man ja auch neue Themen setzen muss. Ich finde spannend vor allem, wie wird in der Praxis wirklich agiert. Und da ist, denke ich, in den letzten Jahren vor allem zu beobachten, dass agile Softwareentwicklung wirklich angekommen ist und agiles Testen in einer Reihe von Teams praktiziert wird. Und ich finde da den Erfahrungsaustausch spannend, weil da ist mehr tatsächliche Erfahrung von den Teilnehmern vorhanden, als jetzt auf den wirklichen Trendthemen wie künstliche Intelligenz oder Cloud oder Internet of Things.